Hi, ich bin der Kevin von Bike Components und heute schauen wir uns den Elite Drivo Smart Trainer an. So, jetzt habe ich alles schön ausgepackt und hingelegt. Dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die beiden Standfüße, die Elite Trainer Software, die AlpDWS Route, das Warm-Up Gel, der Cadence Sensor, die USB-Dongle, Schnellspann-Adapter, Montageschlüssel, Steckachsenadapter, hier nochmal das Netzteil. Da der Widerstand durch ein Elektromagnet erzeugt wird, benötigt der Drivo auch einen Stromanschluss. Und die Bedienungsanleitung des Drivos, die werde ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen und dann den Trainer aufbauen. So, den Trainer habe ich jetzt aufgebaut, aber bitte, wenn ihr den Trainer aufbaut, schaut euch immer gut die Bedienungsanleitung an. Schauen wir uns das Ding jetzt mal hier im Detail an. Punkt 1. Der Anschluss fürs Netzteil, die Kontrollleuchten, einmal für den Stromanschluss, Bluetooth und ANT+. Der Freilauf, darauf könnt ihr 8, 9, 10, 11-fach Shimano und SRAM Kassetten montieren. Allerdings braucht er noch die jeweiligen Spacer. Des Weiteren sieht man hier noch die Sicherung, damit der Drivo nicht einklappt, wenn ihr mal ordentlich Gas auf die Pedale gebt. Ja, das war's auch schon so ziemlich. Bauen wir mal die Kassette ran und wir sehen uns später wieder. Wie ihr seht, habe ich mein Rennrad eingebaut und hier anhand des Fußes kann man auch die verschiedenen Radgrößen einstellen. Bei mir ist es jetzt hier, wie ihr unten sehen könnt, 28 Zoll für Rennrad. Dann schlage ich vor, ich schalte das Gerät an und konfiguriere die My E-Training App von Elite. Erstmal das Netzteil und anschließend den Trittfrequenzsensor. So, jetzt schauen wir uns am besten mal die Elite My E-Training App an. Die App habe ich jetzt geöffnet, allerdings müsst ihr jetzt noch die Rolle und die App zusammen kalibrieren. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Dann komme ich halt sofort in dieses Hauptmenü der App und da gibt es verschiedene Unterpunkte. Zum Beispiel Training, da gibt es drei verschiedene Modis, Leistung, Stufen und Programm. Dann ein weiterer Unterpunkt wäre Videos. Hier könnt ihr entweder Videos von Elite runterladen, kostenpflichtig natürlich, oder auch von anderen Usern bereitgestellte Videos. Die sind natürlich dann gebührenfrei. Des Weiteren könnt ihr euer iPhone oder anderes Smartphone auf eure normale Trainingsfahrt mitnehmen und so die GPS-Daten aufzeichnen. Diese Daten könnt ihr dann später auf der Rolle die ganze Strecke zum Beispiel nachfahren. Des Weiteren gibt es noch eine Funktion, die Trainingstest heißt und damit könnt ihr sozusagen keine Leistungstests machen. Und ein weiterer Punkt ist die Trip-Analyse, die müsst ihr aber auch noch zusätzlich erwerben. Da wir ja auch eine einmonatige SIFT-Mitgliedschaft geschenkt bekommen haben, würde ich sagen, probieren wir den Drivo auch mal auf diesem Programm aus. Dazu müsst ihr die mitgelieferte Dongle in euren Laptop stecken oder anderen PC und dann nur noch die SIFT-Software runterladen. So, jetzt befinden wir uns in der SIFT-Software. Der Drivo kann sich ja bis zu 24% Steigung nachstellen und es gibt es natürlich in SIFT, zum Beispiel wie hier in Richmond natürlich auch, da kann man halt die Prozentzahl und die Berge, wird schon schwer, realitätsgetreu nachfahren. Zusätzlich dazu kommt auch, dass der Drivo ein Leistungsmesser hat, der plus minus 1% Genauigkeit verspricht. Dazu kommt auch, dass der Drivo bei 30 km/h 2000 Watt Widerstand geben kann und bei 40 km/h 2300. Ordentliche Menge. Wie ihr auch hört, bin ich auch ziemlich leise unterwegs. Nicht im Vergleich zu normalen Rollen, quasi wo man das Hinterrad nur einspannen muss. So, das war eine kurze Fahrt mit dem Elite Drivo und dem SIFT-Trainingsprogramm. Also meines Erachtens ist der Drivo für jeden geeignet, der im Winter nicht auf sein umfangreiches und detailliertes Trainingsprogramm verzichten möchte.